Willkommen zurück zu Evolent Kapitel 22. Evolent 2. Ich kann mir kaum vorstellen, wie oft ich das schon wieder vergessen habe. Dazu zu sagen. Ja. Das letzte Mal haben wir das Kartenspiel kennengelernt. Und nicht nur das. Wir haben auch. Das Versteck des Propheten gefunden. Ja, der hat sich ja auch gezeigt. Der da noch ein bisschen so ein Kind ist mehr. Und der irgendwie selbst eine große Katastrophe machen möchte, während er sich in Zukunft den großen Zerstörer zuschreibt. Naja. Jedenfalls sollen wir jetzt die 5 Schlüssel finden, die uns die große Zerstörung erlauben. Jedenfalls wollen wir damit mit den Kindern reden. Ihr glaubt, dass ich euch verrate, wo ich meinen Schlüssel versteckt habe? Wenn ihr der Postbote wärt, dann vielleicht, aber so viel Glück habt ihr nicht. Wieso würdest du den Postboten erzählen? Damit er nicht versehentlich den Schlüssel mitnimmt, der sich im Postkasten versteckt? Das könnte natürlich sein. Ja. Dann gab es hier noch einen, der gesagt hat, er hat seinen Schlüssel in der Mine da im Westen verloren. Allerdings fehlt jetzt ja noch ein weiterer Schlüssel. Also, mein Papa ist Händler. Und wenn ich groß bin, werde ich genauso falsch wie er. Ich bin eine abgebrühte Geschäftsfrau. Was? Mein Schlüssel? Ja klar, er steht zum Verkauf. Ich glaube aber nicht, dass ihr ihn euch leisten könnt. Er ist nämlich total selten. Oh, ich hätte gedacht, da gibt es 5 Stück von. Also gut, wenn ihr unbedingt wollt, gebe ich euch einen Rabatt. Seid ihr bereit? Ich gebe euch meinen Schlüssel für... Okay. 10G! Das ist teuer, aber ich glaube, das können wir uns gerade so leisten. Was? Echt? Ihr wollt meinen Schlüssel für 10G kaufen? Boah, Hammer! Ich bin reich! Hier, bitte! Ja, voll die abgebrühte Geschäftsfrau, würde ich sagen. Irgendwo muss es doch noch so einen Typen geben, der uns so verraten würde, dass er seinen Schlüssel in der Garnison hatte. Den haben wir allerdings schon geholt, insofern ist das nicht ganz so wichtig. Stattdessen wollen wir in die Dämonenmine. Da soll einer einen Schlüssel verloren haben. Also gehen wir da einfach schön nach Westen, in dieses Bergwerk eben, wo wir hier so einen Haufen arme Dämonen sehen, die hier recht leise irgendwie die Sachen abbauen. Ah doch, jetzt kommen irgendwie Geräusche. Ich verstehe nicht, warum die Dämonen nicht einfach Reise ausnehmen. Also, wenn ich an ihrer Stelle wäre, würde ich das bestimmt. Das dürfte beweisen, dass sie nichts als Tiere sind. Er hält auch überhaupt nichts von den Dingern. Dafür mache ich dich im Kartenspiel fertig. Das ist eine wirklich nicht so besondere Rache. Jetzt haben wir jedenfalls den ersten Typen, der tatsächlich auch mal 20 KP hat. Und sogar Dämonenkarten besitzt. Was jetzt natürlich keine so besondere Herausforderung ist. So, wir können ja mal den Pilz hier hinhocken. Der räumt schön mit den Dämonen auf hier. Jetzt hat er sehr viel Mana. Ich hoffe, damit kommen wir klar. Aber er lässt ja auch unseren Bären schön in Ruhe. Hier unten können wir wieder schön einen Pilz dagegen einsetzen, um eine Dämonenfrau aus dem Weg zu räumen. Allerdings ist er doch recht stark, scheint mir. Weil, jetzt bin ich hier irgendwie so ein bisschen im Nachteil. So. Die Bombenmaus wäre natürlich relativ gut zum Aufräumen hier. Dann ist das Feld leer. Problem ist halt, er hat mehr Mana, mehr KP und auch noch so eine Karte. Das gibt's doch einfach nicht. Ja, du kannst mich mal. Ja, freu dich, dass du gewonnen hast. Kommen wir später wieder mit besseren Karten. Ja, was habt ihr denn so zu erzählen? Wenn alle Hoffnung verloren ist, bleibt nichts als ein tiefes schwarzes Loch. Alle Tage sind gleich, alles wiederholt sich endlos. Zu leben und immer wieder den gleichen Schmerz zu spüren.
ist das, das ewige Leben. Wenn mein Leid mich zu bewältigen droht, denke ich zurück an die Zeiten, in denen ich als Kind die Sterne betrachtete. Glaubt ihr, es gibt da draußen, fern von unseren eigenen, anderen Welten, welche, in denen alle glücklich sind? Ja, Amen. Einige Stimmen behaupten, dass ein Mitglied der Königsfamilie von Dämonia überlebt haben soll. Glaubt ihr, dass dieser königliche Dämon eines Tages kommen wird, um uns zu retten? Ach, Mist. Wie heißt er denn überhaupt nochmal? Der Kleine, der... Den haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Der mit Flom und Cherry. Haben die überhaupt ihren Namen vorgestellt? Mit denen läuft er jedenfalls viel rum. Mit etwas Glück falle ich bald einem Felssturz zum Opfer. Ihr seid echt gut drauf, ne? Ich glaube nicht an Schicksal. Und doch frage ich mich oft, was wir getan haben, um das zu verdienen. Die meisten meiner Freunde haben bei der Arbeit in diesem Bergwerk ihr Leben gelassen. Nur die zähesten überleben. Ich schätze mich nicht glücklich, überlebt zu haben. Mir kommt es wie ein Fluch vor. Haben wir mit dir schon geredet? Ja. Lass mich in Ruhe, ich habe zu tun. Was haben die Wachen noch zu erzählen? Vielleicht gibt es doch auch jemand Besseres zum Kartenspielen. Dieses Bergwerk ist uralt. Während des großen Krieges lebte hier ein berühmter Schmied. Es heißt, dass er die erlesenste Ausrüstung herstellt, die je geschmiedet wurde. Ja, wir tragen auch schon ein Stück davon. Die im Krieg als Gefangene genommenen Dämonen wurden hier zur Arbeit abkommandiert, um die Reichtümer des Kaiserreichs zu mehren. Nur gut, dass die Dämonen so lange leben und so hart im Leben sind. Vielleicht werden wir sie in 50 Jahren oder so freilassen. Wenn es nichts mehr in der Mine zu finden gibt. Ui, da leuchtet irgendwas. Da sieht's aus, als könnte man tiefer in die Mine rein. Bloß, dass wir da nicht rüberkommen. Naja, nehmen wir stattdessen den Schlüssel mit. Und, ist das hier ordentlich gelistet? Ja, wir haben alle 5 Schlüssel. Ach ja, und hier gibt es übrigens noch ein neues Menü mit den Karten, die wir gekriegt haben und hier nochmal anschauen können. Ziemlich verpixelt halt in dieser Größe, aber was soll's. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist es so, dass tatsächlich der Cursor immer automatisch auf die neueste Karte gestellt ist. Also die man gerade gekriegt hat. Da kann man gleich schauen, was für eine besondere Karte, wenn sie überhaupt so besonders ist, ja, was man da eben schon gekriegt hat. Ja. Das ist doch gut. Dann würde ich sagen, stoppen wir diese große Zerstörung, die vom großen Propheten angeleiert wird. Mit seinen Kinderscharen. Ja, Kinder haben irgendwie in Spielen nie was Sinnvolles im Kopf. Ist im echten Leben manchmal auch nicht anders. Man braucht nur irgendwo ins Internet zu gehen. Was? Ihr wollt unsere Geheimbasis betreten? Was? Ihr habt die 5 Schlüssel? Boah, das ist ja vielleicht krass. Dann dürft ihr reinkommen. Der Prophet wird euch gleich empfangen. Okay. Dann hoffe ich doch mal, dass er viel von uns hält. Irgendwie nicht. Er scheint uns nicht so besonders zu empfangen. Naja, dann rennen wir halt hinterher durch die Kanalisation oder halbwegs Gefängnis. Oh, und hier sind ein Haufen Krüge. Schön, können wir alles kaputt machen. Oh. Das haben wir jetzt natürlich nicht gesehen, aber hinter einem dieser Krüge hat sich unser Prophet hier versteckt. Hätten wir zwar langsam alles kaputt machen können, aber es hätte halt so lange gedauert. So, dann können wir hier durchgehen. Jetzt schlagen wir hier mal langsamer durch. Da bekommt man das auch eher zu Gesicht. Ja, Velvet Special ist da ein bisschen nützlicher, weil sie wesentlich weiter trifft. Und diesmal hat er sich da drüben versteckt. Und ich komme an das Geldstück nicht ran. Hör mal auf, von mir davon zu rennen. Würdet ihr wohl aufhören, mir zu folgen? Was glaubt ihr überhaupt, wer ihr seid? Hier alles in unserer Basis zu zertrümmern? Ihr könnt die große Katastrophe ohnehin nicht verhindern. Ihr werdet niemals bis hier hinkommen. Nie. Okay. Ja, vielleicht gibt's hier was Tolles, was wir machen können. Nämlich
ein Schieberätsel mit Rohren. Ich glaube, wir brauchen einen Fiener, um den Schalter umzulegen. Sofern sich das überhaupt schon machen lässt. Anscheinend ist das nämlich eben nicht so. Wir wollen erstmal dieses Rohr hier ganz rüberschieben. Dann können wir nämlich... Ah ja, der hier kann auch schon problemlos da oben rein. Mit dem können wir nämlich sonst nichts wirklich machen. Dann kriegen wir nämlich hier das Rohr passgenau hin. Weil wie in ähnlichen Schieberätseln, die man vielleicht von anderen Spielen kennt, rollen die Rohre nämlich auch hier komplett durch, bis sie halt irgendwo dagegen rollen. Dann wollen wir den hier runterschieben. Den hier am besten auch noch runter. Denn wir wollen den von der anderen Seite hier hochschieben. Gegen dieses Rohr hier. Einmal hierzu. Dann dieses Rohr weg. Das brauchen wir jetzt überhaupt nicht mehr. Und so sollte der Flusskreis geschlossen sein. Also Fina, leg mal den Schalter um. Fina, leg mal den Schalter um. Muss man wohl auch von der richtigen Seite machen, ne? So. Oh, das andere Problem ist auch, dass ich hier irgendwie noch raus möchte. Okay, das ist ein bisschen doof. Das habe ich irgendwie übersehen. Jetzt habe ich mich so gefreut, dass ich das so gut zusammenkriege. Obwohl, eigentlich sollte das nicht so wichtig sein. Eigentlich sollte ich ja nachher hier raus können. Es ist nur die Frage, wie lege ich diesen Schalter hier um? Warum lässt er sich nicht aktivieren? Fina, was machst du? Du bist doch für unsere Schalter hier zuständig. Ach, ist das dein Ernst? Das ist ein Schalter, den man mal einfach nur mit normalen Knopf drücken muss. Man ist es so gewohnt, den umzulegen mit Fina. Also, teilweise sind sie schon so ein bisschen gemein mit ihren Rätseln. Denken sie irgendwie nicht daran, dass sie den Leuten ein bisschen was anderes beigebracht haben. Na, was sagst du dazu? Ah! Schaut, was ihr angerichtet habt! Ihr habt die 5 Schlüssel gesammelt. Ihr habt unsere Geheimbasis unter Wasser gesetzt. Alles steht unter Wasser. Und dann habt ihr noch meine Töpfe zu Scherben zu schlagen. Ihr seid der große Zerstörer. Okay. Ah, so wird man also der große Zerstörer. Was, Kuro? Ich schätze, wir haben uns völlig umsonst Sorgen gemacht. Aber wir müssen den Propheten trotzdem aufhalten. Wir sind ihm in der Zukunft über den Weg gelaufen. Er hat ganz klar eine Schraube locker. Hat er auch jetzt schon. Sicher steckt er hinter der großen Katastrophe. Boah, und jetzt zeigt Velvet, wofür sie ihre Eisfähigkeit am ehesten nutzt. Seht ihr diese Tröpfchen über dem Wasser schweben, Kuro? Ich glaube, ich kann sie mit meinen Kräften gefrieren lassen. Ein Versuch ist es wert, meint ihr nicht? Ja. Können wir machen. Habe ich aber keinen Bock. Ich gehe jetzt einfach wieder. Und zwar nicht, weil ich hier nicht weitermachen möchte, sondern weil wir auch hier mal schön gefrieren können. Und das öffnet uns den Weg zu dieser Schatzkiste. Mit einem weiteren Stern. Haben wir ja schon fast die Hälfte. Und jetzt wollen wir weiter und dem großen Zerstörerfanatiker bzw. Prophet hinterher. Den sollten wir jetzt auch gleich erreicht haben. Ja, da oben ist er ja. Versteckt sich nicht mehr hinter den Krügen. Können wir aber trotzdem kaputt machen, damit wir unseren Ruf als großer Zerstörer gerecht werden. ja.
Hey, wer seid ihr? Warum tauchen heute alle diese Leute in unserer Geheimbasis auf? Wollt ihr etwa die große Katastrophe verhindern? Ist das der Grund? Oh oh. Ja, lange nicht gesehen. Die große Katastrophe? Was für eine Katastrophe? Hä? Ihr seid ein Dämon! Hey, er hat euch eine Frage gestellt. Also antwortet ihm. Ich... Fresst mich nicht! Ich sage euch alles! Es war unser Plan. Meine und der meiner Freunde. Zum 50. Jubiläum wollten wir die große Katastrophe vom Stapel lassen. Warum eigentlich? Aber es ist auch ihre Schuld. Die der Erwachsenen. Sie haben uns bestraft. Kein Feuerwerk, haben sie gesagt. Da haben wir überlegt, wie wir trotzdem alles aufleuchten lassen könnten. Weil ihr keine Feuerwerkskörper benutzen dürft. Möchtet ihr alles Mögliche kaputt machen? Ihr habt echt einen Schlag weg. Und dann... Bumm! Aber das ist alles. Ich schwöre. Das nennt ihr eine große Katastrophe? Eine große Katastrophe ist es, wenn euer ganzes Volk ausgelöscht wird. Wenn alles, was euch bleibt, der Zorn ist. Und der Durst nach Rache. Wartet nur. Die echte große Katastrophe wird kommen. Eine Katastrophe, die euch Niederlage und Demütigung kosten lassen wird. Eine Katastrophe, die Genugtuung für all die Verbrechen, die ihr Menschen verübt habt, einfordern wird. Wir haben die gesamte Energie dieses Ortes gesammelt. Oh, da ist auch so ein bisschen was Antikes rechts oben. Nur ein bisschen noch. Noch ein kleines bisschen. Wer sind denn die Neuen? Ihr seid also diejenigen, die große Katastrophe auslösen wollen. Nun, wir sind hier, um euch Einheit zu gebieten. Ach ja? Ihr glaubt tatsächlich, ihr könnt uns bekämpfen, während wir bereit sind, für unsere Sache zu sterben? Ich habe keine Angst vor der Gefahr. Großer Zerstörer, rettet mich! Wir gebieten euch Einheit, jetzt und hier, um die Zukunft zu bewahren. Das werden wir ja sehen. Alle Mann, halt! Oh, oh. Hey, wohin sind sie? Hinter uns! Ein Hinterhalt! Ich wusste doch, dass sie gefährlich sind. Sie können uns nichts anhaben, denn wir sind... die kaiserlichen Sondertruppen! Gut zu wissen. Ihr steht unter Arrest. Wunderbar. Dank euch können wir diese Dämonen endlich aufhalten. Dämonen? Niemand hat etwas von Dämonen gesagt, oder? Nein. Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen jungen Mann und zwei junge Damen, Menschen. Das sind sie. Was haben wir denn bitte schon angestellt? Flom, Jerry. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir gehen. Ach stimmt, wir wissen noch nicht mal seinen Namen. Kuro, schnell, wir müssen sie aufhalten. Großer Zerstörer, ich werde mich um die Sondertruppen kümmern. Danke. Lauft! Okay. Ja, das sind ja äußerst geschickte Leute. Ja. Dann würde ich sagen, rennen wir denen hinterher. Aber erstmal das nächste Mal. Wo wir erfahren, was uns am oberen Ende der Leiter so erwartet. Bis dann. Tschüss.